An das Löwe-Kollektiv. Wir schauen jetzt in die Energie der kommenden Woche. Bitte bedenke, es ist allgemein und es kann nicht auf jeden Löwen zutreffen. Wir schauen mal, was könnte hier für den einen oder anderen Löwen wichtig sein in der kommenden Woche? Da habe ich gerade schon das Herz vorbeifliegen sehen. Ja, zum einen kann es hier natürlich um Liebe gehen. Es kann mit dem Herz aber auch um das eigene Lebensfeuer gehen. Die eigene Selbstliebe, Selbstwert spielt damit eine Rolle. In allen Fällen auf jeden Fall neue Energie. Hier nagen aber so ein bisschen die Mäuse dran. Kann das Ganze hier noch aufgelöst werden? Ja, auf jeden Fall. Das Glück, das Kleeblatt. Frühlingserwachen. Möglicherweise ist es auch einfach, indem du in deinem eigenen Glück bist und ja, keinen Mangel zulässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier kündigt sich mit den Störchen eine Veränderung an. Ja, es kann natürlich wirklich bedeuten, dass hier im Frühjahr eine Veränderung stattfindet. Wir haben hier die Blumen, Freude und Harmonie, Geschenke, Versöhnung, ja. Generell schöne Momente, die sich ankündigen. Allerdings musst du hier auf deine eigene Selbstliebe, deinen eigenen Selbstwert achten und ja, nicht aus Eigensinnigkeit, wird mir gerade reingesagt, Eigensinnigkeit das Ganze vergeuden. Wir schauen mal, was das Tarot dazu sagt. Acht der Stäbe. Genau, wir haben das Thema Selbstliebe, Lebensfeuer hier drin im Lennemann. Und die Acht der Stäbe kündigen Neuigkeiten an, Beschleunigung an. Die Acht der Stäbe ist aber auch, wie es die Karte hier wunderschön zeigt, das Aussenden deiner eigenen Impulse. Wenn du natürlich aus dem Mangel heraus Impulse ans Universum gibst, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch an Menschen geraten, die genauso sind. Deswegen ist es immer wichtig, nicht aus dem Mangel heraus zu agieren, weil wenn du von anderen Menschen etwas erwartest, dasselbe aber nicht mitbringst, dann gerätst du in Frustration, weil es eben nicht so wird, wie du es gerne haben möchtest, beziehungsweise haben könntest, sagen wir es mal so. Sprich, ein einfaches Beispiel, irgendjemand erfüllt sich seine Träume, seine Wünsche und du schaust missgönnerisch auf diese Person, weil du es eigentlich auch selber könntest. Aber es ist natürlich einfacher, andere Menschen in Anführungszeichen schlecht zu machen, anstatt selber seinen kleinen Popo zu bewegen. Ja? Also hier die richtigen Impulse raussenden für deine Fruchtbarkeit mit den Acht der Stäben, dementsprechend Beschleunigung in dein Leben bringen. Wie gesagt, erkenne dein eigenes Glück. Es ist ja bereits da, aber es mangelt dir so ein bisschen an deinem Selbst. Drei der Münzen, die Karte der Qualifikation, die Karte der Zusammenarbeit. Man könnte es auch ganz klassisch hier wie die Deutung nehmen, jemanden näher an sich heranzulassen, die Rollen auch zu erkennen. Ne? Wann darfst du stark sein? Wann darfst du hier kreativ sein? Es muss nicht immer per se nur so rum sein. Es geht ja auch anders. In jedem Moment darf jeder hier seine eigene Rolle finden. Der Kelch König ist rausgefallen. Das ist jemand, der Gefühle klärt. Das kann eine Person sein, mit der du es zu tun hast. Es kann aber auch deine ganz eigene Energie sein, die jetzt zeigt, hey, es ist an der Zeit, die Gefühle zu klären. Ja? Welche Gefühle schleppst du hier unnötigerweise mit dir herum? Wie gesagt, Thema Missgunst könnte eine Rolle spielen. Nicht missgünstig im Sinne von, oh, ich bin so extrem neidisch, aber dich auch nicht für andere freuen können, wenn sie etwas in ihrem Leben erreichen. Wie gesagt, der eigene Selbstwert spielt eine Rolle. Und Menschen, die einen hohen Selbstwert haben, die wissen genau, was sie können und was sie nicht können und auch, was sie erreichen können und nicht erreichen können. Und dementsprechend gibt es da einfach nicht sowas wie missgönnerisch sein.
Ja, also hier auf jeden Fall Gefühle klärende Energie, der Gefühlstherapeut, der kreative Mensch mit dem Kelchkönig. Und das Ganze sorgt hier dafür, dass du dich wieder ins Zeug legst. Zwei der Münzen, du fokussierst dich wieder auf die wichtigen Dinge des Lebens, einfach weil es jetzt an der Zeit ist, dass du wieder in dein eigenes Glück reinkommst, und dafür brauchst du Konzentration und Kraft, damit du hier auf jeden Fall nicht vom Podest fällst, auf das du dich gestellt hast. Ja, es ist ein Ziel, welches erreicht werden möchte, und dafür musst du etwas tun. Die Liebenden fallen raus. Herzensentscheidungen. Sehr interessant. Die Liebenden heißt aber auch, es ist hier wichtig, Entscheidungen zu treffen für Partnerschaft, für das Thema, was deine Sehnsüchte angeht. Und dementsprechend ist es auch wichtig, hier mit den 8er-Kelchen zwei Kelche rauszunehmen, alte Verbindungen rauszunehmen, alte Gefühle rauszunehmen, weil nur dann bist du in der Lage, wieder zwei neue Kelche in Empfang zu nehmen, beziehungsweise auch auszusenden. Die Karte der Anziehung, der Bindung, des Vertrages, ja. Drei der Stäbe ist hier gerade schon rausgefallen. Die Karte des Optimismus ist. Die Karte, die sagt, es ist Zeit, hier ein wenig den Horizont zu erweitern, den Blickwinkel zu ändern und auch deinen Weg wieder neu zu betrachten. Deinen Weg neu betrachten und zu schauen, hey, gut, es gibt hier mal die ein oder andere Blockade, die wird auch weiterhin in deinem Leben präsent sein. Das ganze Leben ist zum Lernen da. Nichtsdestotrotz ist die Aussicht aus einem anderen Punkt viel, viel besser, weil alles auf einmal so klein wird, als wenn du hier unten irgendwo im Morast feststeckst. Gehe zurück in den Optimismus. Und dann haben wir hier auch noch einen Münzkönig liegen. Eine sehr tatkräftige Person, eine sehr geerdete Person, bodenständig, sind oftmals Geschäftsmänner und stehen natürlich auch für Besitz und Genuss. Ja, wir haben hier Erde und Wasser, beides wird benötigt, um in die Fruchtbarkeit reingehen zu können, um etwas Neues anpflanzen zu können. Generell ist der Grundstein hier wirklich die eigene Selbstliebe, der eigene Selbstwert und dementsprechend auch aus diesem Wert heraus Entscheidungen, die getroffen werden für das Wachstum, für dein Wachstum. Jetzt werde ich noch eine Karte ziehen als Ratschlag. Was solltest du in der kommenden Woche tun und was solltest du nicht tun? Was solltest du tun? Da fällt das Judgment raus. Geh rein in deine Erneuerung, geh rein in deine Heilung und dementsprechend offenbare dich neu. Stehe auf. Stehe auf und löse dich von deiner Vergangenheit. Was solltest du in der kommenden Woche auf jeden Fall nicht tun? Eine Chance verpassen. Ass der Münzen. Bleibe nicht in dieser Energie, dass es noch keine Ergebnisse gibt. Wie gesagt, wir haben das Thema so ein bisschen des Missgönnens drin liegen, eine Energie. Und wenn du natürlich du denkst, ach, warum ist denn bei mir noch nichts passiert und warum klappt das denn bei den anderen? Dann stagnierst du auf der Stelle. Du hast das Gefühl, du hast so einen riesen Klotz vor dir, den du nicht überwinden kannst. Dabei müsstest du eigentlich nur aufstehen, ja, den Blickwinkel verändern und dadurch sehen, ach, das ist ja doch alles ganz, ganz klein. Interessant. Schöne neue Woche.